Hey Leute, ich habe jetzt beschlossen, das Ask Me Video jetzt heute zu machen, denn ihr habt mich jetzt schon so viel gefragt, da dachte ich mir, okay, jetzt sind ja genug Fragen zusammengekommen, was ich überhaupt gar nicht gedacht hätte. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt heute. Wenn jetzt andere Leute auch noch andere Fragen haben, dann schreibt es mir unter das Video am besten. Und die werde ich dann unterm Video nochmal beantworten. Gleich folgt noch ein zweiter Teil dazu, zu den Fragen. Ich habe die Fragen so ein bisschen aufgeteilt und ja, dann fangen wir mal an. Monster Fangirl hat mich gefragt, was willst du noch für Sets haben? Was ich noch für Sets haben möchte? Schwer zu sagen, es gibt so viele, was ich gerne noch haben möchte. Dazu, was relativ aktuell ist, was ich gerne auf jeden Fall haben möchte, ist die Easy Dan Dancer, die dieses Jahr noch rauskommen wird. Und die Claudine, Draculaura, Frankenstein, diese 43 cm großen Puppen. Und da gibt es ja noch diese andere Puppe. Da gibt es, glaube ich, zwei sogar noch von. Die sind, glaube ich, sogar 70 cm hoch. Ja, also gibt es noch einiges, was ich auf jeden Fall haben möchte. Frage 2. Gibt es Puppen, die du hässlich findest? Grundsätzlich finde ich meine Puppen gar nicht hässlich, wenn ich mich jetzt umdrehe. Aber ich sag mal so. Wenn, es gibt schon Puppen, wo ich jetzt sagen muss, ja, die Frisur gefällt mir nicht so oder die Kleidung haben sie sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben. So ein, zwei Teile sind dann doch dabei, was mir jetzt nicht so gut gefällt. Aber was es genau ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Welche Puppen oder Sets gefallen dir besonders? Was mir besonders gut gefällt? Ja, ist auch schwer zu sagen. Ich finde eigentlich vieles schön. Die Astra Nova gefällt mir total, also das Set auf jeden Fall. Oder das Set mit der Rochelle, was jetzt mit Freak du Chic rauskam. Die finde ich besonders schön. Ja. Was sagen deine Freunde dazu, dass du Monsterhai sammelst? Ja, eigentlich nicht viel, oder? Die sagen ja höchstens mal, ja, warum hast du denn so viel Platz? Und weil es halt so viele sind in der Menge her und. Ist halt schon ganz cool. Also es wird zumindest akzeptiert. Wäre schlimm, wenn nicht. Lieblingscharakter von Monster High und Ever After High. Da würde ich ganz klar sagen, von Monster High wären es mehrere. Zum Beispiel Iris Klops gefällt mir, Cleo Denial, Astra Nova, Cathy Noir. Das sind so meine Favoriten bei Monster High. Und bei Ever After High ist es die Raven Queen, die mir echt gut gefällt, und die Cerise, die gefällt mir. Ja, mein Lieblings-Monster-High-Film. Ich finde alle Filme eigentlich ganz gut, aber besonders gefällt mir der Monster-High-New York-Film, der dieses Jahr, also am 1. Oktober, rauskam. Welche sind meine teuersten Puppen? Da muss ich ganz klar sagen, ich habe ja auch alle Comic-Cons und daher würde ich sagen, dass die ganzen Comic-Cons am teuersten sind. Speziell die Frankenstein Black White Edition, wie ihr wahrscheinlich alle bei eBay und Amazon auch schon gesehen habt, dass die sehr teuer ist. Nächste Frage. Besitze ich Customer-Puppen oder würde ich auch selber welche machen? Würde ich ganz klar sagen, nein, weil ich denke, das hat nichts mehr mit Monster zu tun. Das ist für Leute, die weil sie nicht kreativ sind und auch andere Sachen dann gerne machen möchten, aber ich finde die Monsterpuppen so, wie sie jetzt sind, schöner, als wenn man sie jetzt doch umgestalten würde. Teilweise, ich muss ehrlich gestehen, es gibt auch Customer-Puppen, die mir gut gefallen, aber ich würde niemals eine selber machen oder auch eine kaufen. Welche war meine erste Puppe und meine letzte? Meine erste Puppe war die Spectra Thundergeist, die Basic-Puppe. Und meine letzte Puppe war, ja, das Zweier-Set mit Miaulaudi und Persephone mit dem Scooter. Ist ja denn, ihr würdet jetzt speziell fragen, was vom Monster halt zuletzt gekauft worden ist. Da ist dann ganz klar die Monster-High-Schule, was ihr im Video jetzt gerade schon gesehen habt. Ja. Mein Lieblingslied von Monster High wäre aus dem New York-Film, was er am Anfang singt, die Cathy Noir. Sehe hinein in mich, das Lied, das finde ich irgendwie echt cool. Und gerade auch auf Französisch, Englisch, Deutsch. Ich habe die auf den drei Sprachen, habe ich zumindest auf dem Handy drauf. Könnte ich ununterbrochen hören. Monster High oder Ever After High?
Ganz klar Monster High, weil ich auch schon mehr von Monster High habe als von Ever After High. Dabei muss ich sagen, Ever After High gefällt mir nicht ganz so gut. Zumindest die Gesichter, die sind mir zu rund. Die Klamotten finde ich echt cool von Ever After High, sind aber von Monster High genauso. Ist ja beides Mattel. Und daher ganz klar Monster High. Wie bin ich darauf gekommen? Ich hatte mal, in meinem alten Kinderzimmer, wo ich noch zu Hause gewohnt hatte, aufgeräumt und hatte ein bisschen umdekoriert und da hatte ich einen Korb hingestellt mit Kunstblumen und da dachte ich mir, irgendwas fehlt da drin, so eine Figur oder sowas. Und Barbie waren ja eh, sind ja meistens eh immer hässlich und die sehen alle gleich aus und nichts Besonderes. Und dann hatte ich aber in meiner Werbung irgendwas von Monster High gesehen, dachte ich mir, komm, guckst du mal bei Real. Das war ja bei mir so in der Nähe der Laden. Und dann habe ich bei Real halt gesehen, dass Monster High Puppen noch da waren, einige. Dachte ich mir, okay, kaufst du mal die Spectra. Ja, und dann irgendwann hatte ich dann noch mal eine geholt und noch mal eine und dachte mir, okay, holst du noch mal zwei, drei, dann kann man noch mal auswechseln. Dann hatte ich halt die Abby noch geholt, die Torelei, die den Duos als Mitternachtsparty. Das waren so meine ersten, die ich hatte. Werde ich meine Monster-High-Puppen mal verkaufen? Ich denke nicht, dass ich die verkaufen werde, zumindest jetzt erstmal noch nicht. Vielleicht irgendwann mal in einigen Jahren, wirklich in einigen Jahren, vielleicht, aber eher nein, weil man einfach zu viel Herzblut drin investiert hat. Werde ich auch mal eine Verlosung machen? Ja, da war ich auch schon am Überlegen, aber ich habe ja halt noch nicht so viele Abonnenten. Also ich hätte überlegt, vielleicht bei ab 100 Abonnenten vielleicht mal eine Verlosung zu machen. Mal gucken, vielleicht habe ich auch schon irgendwie vorher mal Zeit, dass ich mal eine mache. Mal gucken. Lasst euch da einfach mal überraschen. Wie lange möchte ich noch sammeln? Ich denke mal so lange, bis Monster High nichts mehr herstellen wird. Zumindest merke ich jetzt schon, dass denen so langsam die Ideen ausgehen. Aber mal gucken, was die Zeit so bringt. Sammle ich noch anderes? Ehrlich gesagt, ja, ich sammle noch Porzellan. Ich hatte mal von meiner Oma zum Auszug noch Porzellan bekommen. Sie hat das für meine Schwester, für meine Mutter gesammelt. Und es war halt so, ich glaube, für 12 Personen. Und ich habe immer mal bei eBay nochmal nachgeschaut. Und da waren immer noch so kleine Sachen bei, was ich noch nicht hatte, was ich auch noch nie gesehen habe. Und daher sammle ich das so ein bisschen auch. Ist von Wilroy und Boch Burgenland. Habe ich in Rot. Viele von euch kennen es vielleicht von den Großeltern oder von den Eltern. Das ist eigentlich noch ein sehr bekanntes Porzellan. Und das haben auch noch sehr viele. Also ist noch sehr beliebt. Dafür, dass es aus den 50er Jahre ungefähr ist. Wie viele möchte ich an Monster-High-Puppen noch haben? Schwer zu sagen. Ich kaufe mir auch generell nur das, was mir gefällt. Und das ist eigentlich fast alles. Aber sonst, da habe ich mir jetzt keine Grenze gesetzt, wie viele ich jetzt unbedingt noch haben möchte oder wie viele nicht. Das ist eigentlich noch relativ egal. Für was würde ich mich eher entscheiden? Für ein Jahr ohne Monster High oder ein Jahr ohne Handy mit Internet? Ganz klar, Monster High könnte ich eher verzichten als auf mein Handy oder Internet, weil ich glaube, da wäre ich aufgeschmissen. Wie viele Puppen habe ich? Ja, 342 Monster-Puppen habe ich. Das war auch schon eine ganze Menge. Hätte ich auch niemals gedacht, dass ich so viele mal haben werde, aber ihr denkt jetzt, boah, 300 Puppen werde ich niemals haben. Ich habe auch klein angefangen. Ich hatte auch anfangs 13 Puppen oder eine Puppe. Ich habe auch ganz klein angefangen. Das kommt alles mit der Zeit und ich sammle ja auch schon viel länger als einige von euch. Einige haben ja vielleicht dieses Jahr erst angefangen oder letztes Jahr. Deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Das kommt alles noch, wenn ihr älter werdet. dann folgt gleich noch der Teil 2. Da werden auch noch andere Fragen beantwortet. Ich habe es halt gerade am Anfang des Videos schon gesagt. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Ja, und wenn euch das Video schon mal gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ansonsten guckt euch gleich das andere Video auch noch an. Und wenn ich eine Frage vergessen habe oder nicht beantwortet haben sollte, dann schreibt es mir nochmal drunter und ich gebe dann darunter halt nochmal die Antwort. Dann viel Spaß beim Weitergucken und bis zum oder bis gleich.